Mein Name ist David, ich bin Mitarbeiter hier im Lichtwerkstatt Makerspace an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Um genau zu sein, am Institut für angewandte Physik. Ein Makerspace ist eine Art offene Werkstatt, wo man Zugang bekommt zu verschiedenen Technologien wie 3D-Druck, Lasercutter oder Elektronikbauteilen. Und unser Ziel ist es, innovative Ideen zu unterstützen beim Prototypenbau. Und eins dieser Projekte befasst sich mit dem Thema Quantenkommunikation. Und da kannst du uns vielleicht ein bisschen was dazu sagen, Falk. Mein Name ist Falk, ich bin hier an der Friedrich-Schiller-Universität Jena Arbeitsgruppenleiter. Ich bin Physiker und bin wissenschaftlicher Projektleiter für dieses Quantenprojekt, was der David da gerade angesprochen hat. Das Projekt heißt Makerspace, ist im Makerspace angesiedelt. Das haben wir wirklich gut gemacht. Falk, was hat dich motiviert, im Bereich Quantenphysik zu forschen? Ich habe wie viele andere Physiker auch Quantenphysik in der Vorlesung sozusagen gelernt. Ich habe das dort als sehr mathematisches und abstraktes Rahmen- und Regelwerk kennengelernt, mit dem man dann eben Experimente beschreiben kann. In den letzten 10, vielleicht 20 Jahren hat sich da einiges geändert, nämlich dass wir viele dieser grundlegenden quantenphysikalischen Effekte, wie die prinzipielle Unmessbarkeit von Systemen oder die Verschränkung von Quantenobjekten eben nicht mehr nur mit Papier und Bleistift erforschen können, sondern dass man die tatsächlich in Experimenten anschauen und fast anfassen kann. Ich glaube, das hat mir und vielleicht auch vielen anderen Kollegen einen ganz neuen Zugang zu dieser Quantenphysik gegeben, einen experimentelleren, einen viel praktischeren Zugang. Was ist das Projekt Makerspace? In meiner Arbeitsgruppe beschäftigen wir uns viel mit Quantenphysik, insbesondere mit Einzelphotonenquellen. Und in diesem Projekt Makerspace geht es eben darum, diese Einzelphotonenquellen sehr stark zu vereinfachen. Und so weit zu vereinfachen, dass man ein echtes quantenphysikalisches Experiment, ein Einzelphotonenexperiment eben für Maker zur Verfügung stellen kann und damit mit dieser neuen Quantenphysik der zweiten Generation mit echten Einzelphotonenquellen auch über die universitären Labore, über Feldversuche hinaus tatsächlich jetzt schon in so einem sehr frühen Zeitpunkt in die Community reinkommt, in die Gesellschaft hineinkommt, um dort auch ein größeres Verständnis dafür zu wecken, worum es bei den Quantentechnologien eigentlich geht und was die Anwendungsmöglichkeiten sind und wie sowas in Praxis dann eigentlich aussieht. Für uns ist es besonders interessant, das Ganze zu sehen, wie eben solche Hochtechnologien dann in die Gesellschaft diffundieren und dass eben auch in so einem Makerspace Dinge ausprobiert werden, die vielleicht in der freien Wirtschaft so nicht zu finden wären, weil sie einfach zu riskant sind zu erproben. Und da bietet der Makerspace eben einen guten Raum, eben auch mal outside of the box zu denken und Dinge einfach auszuprobieren und so in die Gesellschaft hineinzutragen. Was sind 2D-Materialien und wofür benutzt ihr sie? 2D-Materialien, das ist eine besondere Klasse von Materialien, die man so dünn machen kann, dass sie tatsächlich nur aus einer einzelnen Atomlage bestehen, also aus einer Lage, die weniger als ein Nanometer dick ist. Und das bekannteste davon ist Graphen, was man herstellen kann, indem man Graphit, das ist das, was in Bleistiftminen benutzt wird, sehr stark abdünnt. Und diese 2D-Materialien haben ganz, ganz andere Eigenschaften als die dicken Materialien, die man so aus der Alltagswelt kennt. Und einige davon sind für die Optik und Photonik sehr, sehr spannend. Dazu gehört hexagonales Bornitrit. Das muss man sich nicht merken. Eine der Eigenschaften, die dieses hexagonale Bornitrit hat, ist, dass da ganz natürlich drin Einzelphotonenemitter vorkommen. Das sind also Fehler im Kristall. Und da ist ein Elektron drin gefangen, das kann ich anregen und das strahlt dann nach einer gewissen Zeit genau ein Photon ab. Was müssen wir zur Verschlüsselung wissen? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Nachricht verschicke mit meinem Handy oder bei jeder anderen Form von digitaler Kommunikation, wird die im Allgemeinen verschlüsselt. Ich kommuniziere jetzt ja mit einem Kommunikationspartner und um das zu verschlüsseln, benötigt beide Seiten einen Schlüssel, einen Geheimschlüssel, ja, der für beide Seiten gleich ist und den aber möglichst nur diese beiden Seiten wissen dürfen, weil sonst natürlich ein unbefugter Dritter diese Information auch mitlesen und gegebenenfalls vielleicht sogar verändern kann. Um diesen Geheimschlüssel zu etablieren, werden heutzutage mathematische Verfahren eingesetzt, deren Sicherheit man aber prinzipiell nicht beweisen kann. Das heißt, man kann diese mathematischen Verfahren knacken, wenn man irgendwie die geniale mathematische Idee hat für einen neuen Entschlüsselungsalgorithmus oder wenn man einfach nur genügend Energie und Zeit und Geld in dieses Entschlüsselungsverfahren investiert. Wie ist das dann bei der Quantenverschlüsselung? Bei der Quantenverschlüsselung ist es etwas anders. Da benutzen wir nicht mathematische Verfahren, sondern wir benutzen eben die Quantenphysik selber, um einen sicheren Schlüssel zwischen zwei Partnern zu etablieren. Und der ist dann eben so sicher, dass jeder, der sich an die Naturgesetze halten muss, und das müssen wir ja alle,
eben nicht den zum Schlüsselaustausch mithören kann. Und es funktioniert in Praxis so, wenn wir eben Daten übertragen, werden die ja irgendwie übers Internet übertragen und im Allgemeinen über Glasfaserleitungen, und dass man einen Teil dieser Glasfaserleitungen eben benutzt, um einzelne Photonen zwischen diesen zwei Kommunikationsendpunkten auszutauschen. Basierend auf Messungen, die man an diesen einzelnen Photonen macht, kann man dann eben so einen geheimen Schlüssel etablieren und damit Kommunikation absichern. Wenn man also eine Textnachricht verschickt, von mir zum Beispiel zu einem anderen Partner, mit dem ich gerade kommunizieren möchte, dann wird ein Großteil der Datenpakete davon über das Internet über Glasfaserkabel übertragen. Und jetzt kann ich diese Glasfaserkabel gleichzeitig benutzen, um Huckepacks sozusagen einzelne Photonen mit zu übertragen und mithilfe dieser einzelnen Photonen eben einen sicheren Schlüssel zwischen diesen beiden Kommunikationspartnern zu etablieren und mit dem dann eben diese restlichen Datenpakete sicher zu verschlüsseln und dann auch wieder zu entschlüsseln. Und damit wird eben Kommunikation beweisbar sicher. Warum ist Quantenverschlüsselung für uns als Gesellschaft so wichtig? Ich finde das gerade bei der Quantenverschlüsselung, dass das auch ein Thema ist, was viel näher an den Menschen dran ist, als das vielleicht der Name suggerieren würde. Verschlüsselung ist eine ganz uralte Kulturtechnik. Ja? Also wir würden nie auf die Idee kommen, in einem Haus zu wohnen mit einer Tür, die man nicht abschließen kann. Wenn sich mehr und mehr unseres Leben ist eben in die digitale Welt verlagert, ja, und das betrifft ja nicht nur unser Privatleben, das betrifft nicht nur die WhatsApps, die wir verschicken und das Banking, was wir machen, das betrifft auch die Daten vom EKG, die zum Arzt gesendet werden, das betrifft Steuerbefehle für Stromnetze. Ja? Deshalb ist es eben wichtig, diese abzusichern. Wir sehen ja gerade an der laufenden Debatte über die 5 und 6G-Netzwerke, wie schwierig das auch ist im Angesicht von Infrastrukturen, von privaten Betreibern betrieben werden oder wo zumindest Komponenten von denen zum Einsatz kommen, wie schwer es ist, da Vertrauen aufzubauen, wie hinderlich es auch einem Wachstum ist. Die Quantenschlüsselverteilung hat eben den besonderen Charme, dass sie sicher gegenüber allen Parteien ist, ja? Dass sie also auch sicher gegenüber dem Betreiber der Infrastruktur ist. Sie kann damit, glaube ich, auch helfen, ein Grundrecht auf Privatsphäre und auf Datensouveränität, das ja auch ein Schlüsselstück einer modernen Demokratie sein sollte, umzusetzen. Wie können wir der Bevölkerung Quantentechnologie näher bringen? Also meiner Ansicht nach, gerade solche komplexen Themen wie Quantentechnologien erfordern ein großes Verständnis, damit man erstmal diese in die Gesellschaft hineinbekommt. Und da hilft uns eben so ein Projekt wie der Single-Photon-Detektor dabei, zum einen erstmal Selbsterfahrungen mit der Technologie zu sammeln und diese dann eben auch weiterzugeben in Form von Workshops, Hackathons, wo wir dann eben die Community vom Makerspace eben auch direkt an diesem Thema arbeiten lassen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um eben ein breites Verständnis in der Bevölkerung zu schaffen und diese Technologie für alle zum Schluss verständlich und auch nutzbar zu machen. Und dafür werden unsere Projekte eben häufig auch Open Source veröffentlicht. Das ist zum Beispiel eben ein Beitrag, den die Lichtwerkstatt dazu beitragen kann. Was würdet ihr jungen Menschen sagen, warum sie sich mit Quantentechnologien beschäftigen sollten? Und ich glaube eben genau auch, dass es daran anknüpfend eben ein super spannendes Feld ist, darin zu arbeiten, weil man eben noch vieles Neues entdecken kann. Es ist noch viel unbekannt. Es bietet definitiv auch viel Potenzial für Innovationen, zum einen für etablierte Unternehmen, aber zum anderen eben auch für Startups, die ganz neue Felder erschließen können in diesem Bereich, weil der Markt einfach noch nicht besetzt ist. Ja, das ist manchmal so ein bisschen wie so ein Runner's High zu bekommen, ja. Also wenn man etwas entdeckt hat oder etwas verstanden hat, was vielleicht gar nicht so viele Menschen auf der Welt bis jetzt verstanden haben. Also das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl und das macht einfach einen großen Spaß.